und für mich haben Bäume eine ganz große Bedeutung, weil sie einerseits, weil sie eigentlich alles liefern, was wir zum Leben brauchen, Früchte, irgendwie Sauerstoff, Wurzeln und auch Baumaterial. Und genau deswegen bin ich hier dabei und gucke, dass wir möglichst viele Bäume hier retten und woanders einpflanzen können, damit wir es schaffen, irgendwie mehr Bäume einzusetzen und irgendwie mehr CO2 einsprechen zu können. Mareike, was erhoffst du dir in Bezug auf den Klimawandel von der Gesellschaft? Ich erhoffe mir, dass wir mehr zusammenhalten, dass wir zusammen den sozialen Ruck geben, was zu verändern, dass jeder mitmacht und nicht nur auf die Großen schimpft, sondern im Kleinen anfangen und so einen sozialen Kipppunkt darstellt, dass wir was schaffen. Sehr schön, vielen Dank. Malina Kruse-Wiegand, was erhoffst du dir von der Gesellschaft in Bezug auf den Klimaschutz? Ganz viel Zusammenhalt und den Optimismus, dass wir das zusammen auf jeden Fall schaffen werden. Herr von Hammerstein, was bedeutet für Sie Wald? Wald ist für mich von Kind auf an zu Hause. Es ist ein Platz, wo man sich regenerieren kann, wo man Ruhe finden kann, wo man sich an den Pflanzen erfreuen kann, an den Tieren, die dort sind, rundum. Ich fühle mich einfach im Wald sehr wohl und ist Bestandteil meines Lebens. Vielen Dank. Ich heiße Jakob und ich bin heute hier, weil meine Mutter mich auf die Idee gebracht hat und ich unbedingt mitmachen wollte. Und ich finde das einfach gut, die Umwelt. Ich bin Caroline aus Osnabrück und auch vom NABU Osnabrück und bin heute hier, weil wir es ziemlich doll geschafft haben, eine Technosphäre zu schaffen. Ich möchte aber gerne weiter in einer Biosphäre leben. Und wir können das auf die Dauer nicht schaffen ohne mehr Natur, mehr Bäume jetzt. Also es ist wirklich 5 nach 12, nicht vor 12 und wir müssen jetzt was tun. Und von daher finde ich, das ist eine super Aktion, die genau in die richtige Richtung geht, die Natur zu unterstützen, damit sie uns wieder unterstützen kann.